Houston der N60er greifbar, nicht nur das Polen, denn wenn man sich mal durchliest, also womit die da hochgeflogen sind damals, Armstrong und Co., das war also nicht weit vom montierten Bügeleisen in Orion. Und man hat das musste ja sehr schnell gehen. Man war ja im Wettlauf mit den Sowjets und Werner von Braun hat damals gesagt, wenn wir in dem Tempo weitermachen, werden wir auf dem Weg zum Mond den russischen Zoll passieren müssen. Damit das nicht geschah, hat man die also im Grunde genommen mit einem zusammengeflickten Haufen Schrott hochgeschickt. Und jeder Taschenrechner ist heute leistungsfähiger als dieser Computer. Also er war damit, muss man sagen, viel näher an der eigentlichen Raumfahrt, als es diese ganzen Hochglanzfilme oder Bücher jemals waren. Das glaube ich auch. Warum fangen eigentlich so viele Menschen so wenig mit Science Fiction an? Wie erklären Sie sich das? Ich denke, weil es eine Überforderung im Hier und Jetzt bereits gibt. Und weil Menschen auch, wir sind ja nun mal genetisch determinierte Wesen, das heißt, wir können schlecht abstrahieren. Wir können zwar die Zukunft hochrechnen, aber dann rechnen wir das hier und jetzt hoch und dann kommen wir zu beunruhigenden Resultaten. Deswegen sehen wir auch ständig den Weltuntergang. Das 18. Jahrhundert sah die Großstädte im Pferdemist ertrinken. So ist es. Ganz genau. Und wenn Sie sich mal die Folge Kampf um die Sonne von Raumpatrouille anschauen, die ist sehr schön, weil Dietmar Schönherr als Commander McLean fliegt im Jahr 3000 mit der Orion in ein Sternsystem, wo nie zuvor ein Mensch war. Und man landet, man findet Humanoide vor. McLean verlangt, zum Führer des Planeten gebracht zu werden, tritt diesem gegenüber. Es ist ein Margot Troger. Und mit Original 60er Jahre Seitenabnähern im kleinen schwarzen Lidbalken erschreckt sie den wackeren Macho zu Tode, dem im Jahr 3000 nichts anderes einfällt, als zu sagen: Was denn, eine Frau? So, da sieht man also, wir sind nicht wirklich in der Lage zu abstrahieren. Und ich glaube, dieser Mangel an Abstraktionsfähigkeit führt dazu, dass wir eigentlich vornehmlich Angst vor der Zukunft haben. Deswegen negieren wir sie.